Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Anime-Review. Heute möchte ich euch den Anime Candidate for Goddess vorstellen. Im Jahr 4084 ist der Menschheit gelungen, neben der Erde noch andere Planeten zu bevölkern. Doch die Expansion ins All hat gnadenlose außerirdische Gegner auf den Plan gerufen. Diese haben nun begonnen, die Siedlungen der Menschen zu attackieren und zu zerstören. Lediglich der Planet Zion bleibt bisher von den Angriffen verschont. Damit dies auch weiterhin so bleibt, werden für die bis an die Zähne bewaffneten Goddess-Kampfroboter neue Piloten gesucht. Einer der Anwärter auf diesen Job ist der 15-jährige Zero, der alles daran setzt, seinen Traum zu verwirklichen. Das Werk Candidate for Goddess entführt den Zuschauer in eine ausgefallene Cypher-Welt, welche neben den üblichen Elementen wie Raumschiffe und Kolonisierung der Planeten auch Fantasy-Elemente beinhaltet. Hierbei hat der Anime auch schon den ersten großen Negativpunkt. Er bietet keine wirklichen technischen Details, was die sogenannten Ingress oder auch Goddess genannt angeht. So stellt sich der Protagonist nicht einmal die Frage, wie die riesigen Kampfroboter eigentlich Energie bekommen. Zwar wird diese Frage dennoch im Anime aufgeklärt, doch das ist viel zu wenig und viel zu nebensächlich dargestellt. Ich hätte mir hier mehr technische Details gewünscht, eventuell im Sinne von einer Blaupause oder irgendwas, wo die Fans sich dann selber zusammenreimen könnten. Auch wurde verpasst, in den 12 Episoden eine verständliche Aufklärung für die mysteriöse Kraft namens EX zu finden. Nach 12 Episoden ist dann auch schon bei der deutschen Fassung Schluss. Die japanische erhielt später noch eine OVA. Allerdings wurde die Geschichte nie wirklich fertig erzählt, was einen faden Beigeschmack hinterlässt. Auch wenn dies ein großer Negativpunkt ist, so besitzt der Candidate of Goddess durchaus auch positive Aspekte. Einige davon sind die fesselnden Kämpfe, welche der Anime besitzt. Aber auch die vielen Comedy-Elemente, welche meist zwischen dem Protagonisten Zero und seiner Navigatorin Kisna Trovic ausgetragen werden. Und dann wäre ja auch noch die Rivalität zwischen Zero und Heat, welche in jeder Episode irgendwie was finden, um sich miteinander anzulegen. Man merkt also, der Anime besitzt durchaus eine gute Geschichte und das Potenzial, hier die gesamte Familie zu unterhalten. Die grundlegende Idee von Candidate for Goddess ist nicht wirklich neu. Vieles haben wir aus anderen Werken aus Hollywood oder auch anderen Anime-Produktionen bereits gesehen. Die Menschheit wird von außerirdischen Lebensformen bedroht und sieht ihre Existenz am Ende. Nur Helden mit mysteriösen, übermenschlichen Kräften können die Bedrohung aufhalten. Alles im Allen also nicht wirklich neu. Dennoch wurde das Setting sehr gut ausgebaut und auch umgesetzt. Kommen wir zu den Charakteren. Hier muss ich wirklich sagen, dass der Candidate for Goddess es nicht wirklich schaffte, sich von den üblichen Stereotypen, welche wir aus Sci-Fi-Werken kennen, zu distanzieren. So haben wir mit dem Protagonisten der Serie einen stets energiegeladenen jungen Mann. Allerdings ist er dumm wie Stroh und kapiert die einfachsten Sachen nicht. Dazu kommt, dass er recht ungeschickt mit dem Umgang mit fremden Mädchen ist. Obgleich dies recht negativ ist, besitzt Zero durch seinen starken Willen, Pilot zu werden, auch eine positive Seite. Im Allgemeinen wird Zero meist tollpatschig dargestellt, was zu dem Gesamtbild des Charakters sehr gut passt. Mit Kisna Trovic haben wir eine der wichtigsten Rollen neben Zero. Sie ist eine energische junge Frau, welche sich gut durchsetzen kann. In Bezug auf Zero besitzt sie sowohl die Züge einer großen Schwester als auch andeutungsweise einen Yandere-Charakterzug. Erwähnenswert wäre noch, dass Kisna Trovic durchaus eine Außerirdische zu sein scheint, denn sie besitzt anders wie alle anderen Charaktere, die in dem Anime vorkommen, katzenähnliche Ohren, welches darauf zurückzuschließen ist, dass sie eben eine andere Sorte von Mensch ist, beziehungsweise eventuell ja gar kein wirkliches Lebewesen. Denn das ist leider einer der Punkte, welche man bei dem Anime nicht merkt. Man hat keinen wirklichen Bezug zu den jeweiligen Charakteren, da der Anime leider zu oberflächlich ist. Einerseits agiert er natürlich in die Geschichte hinein, andererseits kommen so wirkliche Charakterentwicklungen hier nicht zur Geltung. So kommen die vielen anderen Charakteren wie Clay Cliff oder Heat Gnair und wie sie alle heißen, leider viel zu kurz und bekomme keine wirkliche Charakterentwicklung. Kommen wir zur Bildqualität bzw. der Animation. Was als erstes natürlich auffällt, ist das veraltete 4:3 Format. Dies mag zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand sein, dennoch ist die Animation des Animes durchaus sehr gut gelungen. Zwar sind bei den Kampfrobotern die Computeranimationen in einem Szenen sehr deutlich zu erkennen, dies ist zwar schade, allerdings durchaus verkraftbar, da der Gesamteindruck des Animes sehr gut ist. Überzeugen konnte das Werk der Candidate for Goddess vor allem durch seine satten Farben und die zahlreichen liebevollen Charakterdesigns. Vor allem die Kampfroboter bekamen ein sehr gutes Design. Dieses passte zwar in das Sci-Fi-Setting, doch es war nicht so extrem, sondern genau passend zu dem jeweiligen Geschehen. Auch kam in den Robotern das Menschliche herüber, welches sie durchaus ausstrahlen sollten.
Was die musikalische Untermalung angeht, so ist diese in dem Opening sowie dem Ending nicht nur animationstechnisch, sondern auch musikalisch sehr gelungen. Der allgemeine Soundtrack innerhalb des Animes allerdings ist meist devot im Hintergrund und nur selten zu hören. Ist der Soundtrack allerdings zu hören, so ist dieser passend zum Setting komponiert und unterstützt den Anime bzw. die Szenerie sehr gut. Synchrontechnisch gibt es keine größeren Mängel zu beurteilen. Die Sprecher haben die Charaktere authentisch herübergebracht und hatten sichtlich Spaß beim Sprechen. Besonders ist mir Chandra Shah als Kisna Drovik und Philip Moog als Zero Anna im Gedächtnis geblieben. Aber auch der restliche Sprechercast war überzeugend und schaffte es, die Charaktere authentisch herüberzubringen. Einziges Manko ist der Episodensprecher, welcher zum Ende hin von dem Soundtrack übertönt wird und nur noch sehr leise zu hören ist. Dieser Fehler ist allerdings weniger dem Sprecher, sondern vielmehr dem Synchronstudio zuzusprechen, welches hier durchaus schlampig gearbeitet hat. Kommen wir zu meinem Fazit zu Candidate for Goddess. Das Werk bietet eine grandiose Geschichte, welche allerdings nicht verändert wurde. Das Setting vermag nichts Neues zu bieten, wurde allerdings sehr gut umgesetzt. Die Charaktere sind meist stereotypisch, dennoch passend zum Setting und der Geschichte entwickelt. Die Animation ist mit seinem 4:3 Format allerdings veraltet und auch die Animation der Kampfroboter ist ebenfalls meist nicht dem heutigen Standard entsprechend. Dies ist allerdings aufgrund des Alters des Animes nicht weiter verwunderlich. Positiv konnte der Anime allerdings durch sein Charakterdesign und die satten Farben sowie die tollen Synchronsprecher, allen voran Chandra Shah und Philip Moog als die Hauptprotagonisten, sowie die musikalische Untermalung des Animes überzeugen. Das war meine Anime-Review zu Candidate for Goddess. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Kommentar in die Kommentarbox wäre auch cool. Ein Abo obendrauf würde mich sehr freuen. Wenn ihr Vorschläge bezüglich eines Animes habt, so schreibt es mir doch auch in die Kommentarbox oder schreibt mir auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram oder wo ihr wollt. Links in der Videobeschreibung dazu. Ansonsten sehen, schreiben bzw. hören wir uns in einer anderen Anime-Review, einem anderen Video oder sonst irgendwo. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wie auch immer. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.